Ja, ich würde mich ja gerne gesünder ernähren, aber wer kennt's nicht? Die Versuchung zu was Süßem oder Ungesundem ist doch meistens größer, als wir denken. Und uns fällt es meistens auch schwer, trotz hartem, stressigen Arbeitsalltag uns gesund zu ernähren. Und wie ihr es schafft, gesünder durch den Arbeitsalltag zu kommen, zeigen wir euch in der heutigen Episode von Time to Change. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Time to Change, zur Serie Fit und Vital im Job. Und wie ihr seht, habe ich mir auch Besuch wieder geholt. Hi Alex, stell dich doch kurz vor. Ja, vielen Dank, Demi. Genau, ich bin die Alex, ich bin 26 Jahre alt, ich bin bei der EGT in der Finanzbuchhaltung tätig und auch ich versuche auch im Job mich so gut wie möglich gesund und vor allem ungezwungen zu ernähren. Genau, Motto gesund im Job. Du bist Sportlerin und kannst auch einige Tipps mitliefern. Aber wieso fällt es uns denn schwer, deiner Meinung nach, sich gesund auch zu ernähren? Also ich denke, das liegt super oft einfach an den stressigen Arbeitstagen, die wir manchmal haben. Also ich denke, jeder kennt es, man springt manchmal von Termin zu Termin. Wichtige Aufgaben stehen hintereinander an und dann nehmen wir uns einfach viel zu wenig Zeit, auch zwischendrin was zu uns zu nehmen. Also natürlich ist das Essen super wichtig, aber auch das Trinken fällt super oft viel zu kurz. Und ich denke, jeder saß schon mal in einem Termin, hat sich müde, schlapp gefühlt und man kann es einfach verhindern, indem man mehr darauf achtet. Genau, was macht die EGT denn dafür? Also in vielen Unternehmen gibt es natürlich zum Beispiel keine Kantine. Hier haben wir seit kurzem das Hofmann-Menü. Das ist unser Dienstleister für das Mittagessen. Da haben wir super Möglichkeiten, Fleisch, Fischgerichte oder auch vegetarische Alternativen uns zu bestellen und sogar am selben Tag noch bis 10.30 Uhr, damit man auch ein leckeres Mittagessen hat. Sehr cool, was die EGT hier zum Thema Gesundheit macht. Aber wie du schon gesagt hast, nicht jede Firma hat eine Kantine und wie ihr trotz Zeitmangel dennoch gesund und vital durch die Arbeitswoche kommt, zeigen wir euch jetzt mit konkreten Tipps. Ich würde sagen, wir starten mit Tipp Nummer 1. Genau, aber ganz zu Beginn sollten wir uns klar werden und auch ein Commitment schaffen, wieso wir das Ganze möchten. Weil ihr kennt es ja, Zeit und gesunde Ernährung stehen oft im Clinch zueinander. Deswegen wirklich sagen, hey, ich möchte mich gesund ernähren. Wieso möchte ich das? Ich möchte, keine Ahnung, vitaler sein. Ich möchte einfach weniger Fette zu mir nehmen oder. Oder einfach ein bisschen ja, abnehmen oder was euch in den Sinn kommt, wieso ihr das Ganze machen wollt und dann auch wirklich sagen, so, jetzt mache ich, oder? Genau, so ist es. Kommen wir zum nächsten Tipp und zwar zielgerichtetes Einkaufen. Aber Alex, was kommt alles in einen gesunden Einkaufswagen? Ja, das kann man super einfach eigentlich machen. Also ich denke, viele stellen sich das total schwer vor. Aber ich denke, wenn man sich die Sachen hier anschaut, kann man auch anhand dessen einen tollen Einkauf auch für den Arbeitsalltag machen. Getränke sind super wichtig, also das ist wirklich die Basis für alles. Wasser, ungesüßte Tees, Säfte, die man wahrscheinlich sowieso schon im Einkaufskorb hat. Dann auch auf jeden Fall Gemüse und Obst. Auch das kann man hervorragend als Snacks für die Arbeit nehmen, wie zum Beispiel Gemüsesticks oder auch Beeren. Sehr wichtig in der Ernährung auch Fisch, Molkeprodukte, Eier, je nach Verträglichkeit natürlich. Und perfekt fürs Snacks auf der Arbeit zum Vorbereiten sind auch Brot zum Beispiel. Süßigkeiten sollte man eher in Maßen genießen, das wissen wir ja bereits alle. Und Nüsse eignen sich auch hervorragend als Snack auf der Arbeit, machen lange satt und sollten auf jeden Fall auch oft in unserem Einkaufskorb landen. Ja gut, jetzt habe ich zu Hause einen super toll eingekauften, ausgewogenen Korb stehen. Aber mir fehlt ja immer noch die Zeit zum Kochen, weil ich unter der Woche ja keine Zeit habe. Was kann ich denn machen? Ja, ich denke, das kennt ihr da draußen auch alle. Dafür können wir super das Wochenende nutzen. Da einfach mehr von dem, was man sowieso kocht, kochen. Einfrieren eignet sich da auch super. So sparen wir viel Zeit und auch Geld und haben trotzdem super leckeres Essen für unsere Arbeitswoche. Aber was ist denn so dein Lieblingsessen, was du dir gerne vorkochen würdest? Ich denke da so an Chili con Carne.
Ja, wirklich ein sehr, sehr leckeres Essen. Und hier könnt ihr bei uns auf Instagram reinschauen, denn hier haben wir ein tolles Rezept für euch, wo ihr Dimmys Chili con Carne nachkochen könnt. Viel Spaß beim Kochen. Ja, du zu Hause auf dem Sofa kennst es wahrscheinlich auch. Am Morgen hat man gar keine Zeit, um sich wirklich was Gesundes für einen Tag zu machen, also zum Frühstücken. Holt sich kurz eine Nussschnecke oder was, guten Schmanker beim Bäcker und ist nach ein, zwei Stunden wieder hungrig. Was haben wir da für Alternativen, Alex? Ja, auch da könnt ihr zu Hause super viele Rezepte nachmachen. Und zwar zum Beispiel ein tolles Vollkornbrot, was man super am Abend vorbereiten kann. Da könnt ihr auch toll mit Salat oder anderem Gemüse, verschiedenen Aufstrichen arbeiten. Oder Haferflocken eignen sich auch super gut. Die könnt ihr einfach mit Milch oder irgendeiner Milchalternative aufgießen und dann mit den Toppings eurer Wahl belegen. Und es schmeckt sogar am Vorabend zubereitet noch besser als am eigentlichen Tag. Und eine ganz tolle Alternative sind auch Shakes. Hier haben wir sogar ein paar Zutaten für einen tollen Shake vorbereitet. Und ich würde sagen, den bereiten wir jetzt einfach mal zu, oder? Let's make a shake. In unseren Shake kommen als Grundlage Haferflocken. Da könnt ihr wirklich nach Vorliebe reinmachen, wie viel ihr möchtet. Ja, als nächstes kommen ein paar Früchtchen, ein paar Himbeeren. Soll ja auch ein bisschen Farbe geben und auch nach was schmecken. Gibt dann auch noch eine Süße. Dann kommt eine halbe Banane in den Shake. Kann man einfach mit den Fingerchen. Wir haben sie davor natürlich gewaschen. Die Hände, nicht die Banane. Genau, sehr wichtig im Shake auch eine Proteineinlage. Hier verwenden wir Cashewkerne. Ihr könnt auch gerne bereits Cashew-Mousse verwenden, aber wir haben jetzt Cashewkerne verwendet. Was auch sehr sättigend ist, sind Chiasamen. Da geben wir 2 Löffel hinzu. Genau, und jetzt könnt ihr das Ganze mit der Milch eurer Wahl oder der Milchalternative eurer Wahl auffüllen. Und da machen wir jetzt ungefähr die Hälfte voll. Perfekt. Genau, für die gewisse Süße ein bisschen Agavendicksaft. Und wer möchte, kann auch noch ein bisschen Zimt hinzufügen. So, dann kommt als nächstes der Deckel drauf. Und dann kann das Ganze schon in den Mixer. Was für ein Mixer? Das machen wir, glaube ich. Von Hand ist ja ein Shake, oder? Let's shake. Okay. Eine Ewigkeit später. Ja, sieht, glaube ich, ganz gut aus, oder? War auch ziemlich anstrengend, glaube ich. Ja, Fitnessstudio gespart für heute. So, dann schauen wir mal. Hör mal. Sieht sogar sehr gut aus. Hoffen wir, dass es auch schmeckt. Ich würde sagen, wir machen hier noch ein paar Himbeeren drauf, oder? Als Topping. Genau. Und ein paar Chiasamen. Ja, das Auge ist ja mit. Sehr gut. Sehr schön. Perfekt. Also dann. Ich würde sagen, probieren wir mal, oder? Ja, cheers. Ich finde es sehr lecker. Und du? Ja. Ist uns gut gelungen. Kommen wir zum nächsten Tipp. Ja, Alex, wie geht's dir? Vergisst du ab und zu mal ans Essen oder ans Trinken zu denken? Ja, definitiv. Also vor allem, wenn man wirklich so von einem Termin zum nächsten hetzt, nimmt man das gar nicht so bewusst wahr. Erst wenn man dann wirklich müde, wirklich so dieses unterzuckert sich so fühlt, dann merkt man erst, oh, ich habe hier vielleicht noch gar nichts gegessen oder getrunken. Genau, was du aber konkret machen kannst, um das nicht zu vergessen, ist zum Beispiel, dir gewisse Zeitblocker zu setzen, um bewusst auch nochmal einen Schluck zu trinken oder nochmal kurz einen Apfel zu essen oder eine Mahlzeit zu dir zu nehmen. Auch ganz gut bei Getränken ist, man kann sich am Vormittag eine große Karaffe Wasser füllen, die sich bewusst an den Arbeitsplatz stellen und so hast du immer die Erinnerung, hey, das ist mein Ziel bis zum Mittag und du siehst ja dann, wo du dich aktuell auch befindest mit dem Wasserstand. Genau, es gibt auch Apps, die dir dabei helfen können,
einfach mal im App Store schauen, was euch da am besten gefällt. Ja, das war's auch schon aus unserem Kochstudio. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Impulse liefern, wie ihr fit und gesund durch die Arbeitswoche kommt. Wenn ihr ein paar weitere Inspirationen benötigt, findet ihr weitere Rezepte auf unserem Instagram-Account. Wenn ihr Fragen habt oder nur weitere Ideen benötigt, gerne unten in den Kommentaren schreiben oder auf Instagram. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen hoch. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Time to change. So, jetzt ist die Kamera aus, jetzt kann ich mal hier wieder zugreifen. Nee, also ich würde eher hier was von dem Okay. Haben wir doch jetzt gelernt. Ja.